drei Fragezeichen, Tag 12. Nacheinander kletterten nun die drei Fragezeichen auf das Wrack und Peter machte am Ruderstand eine Entdeckung. Seht mal, das dort auf dem Boden ist die Schiffsglocke. Und da ist was eingraviert. Demnach befinden wir uns auf der Neptun. Justus war schon weiter und betrat den Innenraum des Wracks. Alles roch nach morschem Holz und unter ihren Füßen knackte und knarrte es. Rostige Metallteile waren mit unzähligen Muscheln überwachsen. Hinter einer zerbrochenen Tür befand sich die Kapitänskajüte. Bob wagte sich vor. Sieht aus, als hätte hier schon jemand alles durchwühlt. Wir sind nicht die Ersten, die das Wrack untersuchen. Plötzlich entdeckte er auf dem Boden einige Münzen. Oh Mann, sind die etwa aus Gold? Neugierig hob Justus einige der Münzen auf. Ich vermute nicht, denn sonst hätten die Wrackplünderer sie bestimmt mitgenommen. Ich denke, die alten Münzen sind aus Kupfer. Das könnte man übrigens mit einem einfachen Test schnell herausfinden. Dafür braucht man nur eine Zitrone und etwas Salz. Tag 12. Am Nachmittag. Ist es. Am Nachmittag natürlich. So. Hier haben wir eine Aufgabe an alle. Nach dem Versuch bitte Hände waschen und die genusste Zitrone entsorgen. Also ist wie zuvor die Münze. Ja, die Münze ist blank. Es dampft oder die Münze ist etwas anderes. Hab es. Ich kenne die Lösung schon. Und da ist die Nummer 2. Die Münze wird dann blank. Die klingt dann, weil durch diese Säure wird die Münze eben, der dann Dreck oder die Säure frisst den ganzen Dreck eben ein. Und das kommt dann eben dann dazu, dass er dann am Ende super schön aussieht. Heute dürfen wir das Segelboot hier hinten aufmachen. Und da haben wir mal wieder so eine komische Spinnenarchitektur, wie bei den drei Ausrufezeichen auch schon drin. Zeige ich euch einfach mal, was das genau ist.